kommen wir zu Gloria von Thurn und Taxis. Gut, dass die Frau nicht mehr alle Zacken an ihrer adligen Krone hat, das ist ja schon länger durchaus bekannt, aber man muss ja ihr deswegen keine Bühne bieten, sage ich mal. Julian Reichelt tut dies aber neuerdings auf seinem Kanal regelmäßig. Sie hat fast so eine Art eigene Kolumne. Und man weiß nicht, ob man schreien oder lachen möchte vor Kopfschütteln. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Es ist Wochenende. Und was wäre ein Wochenende ohne ein Gespräch mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis? Es wäre ein verlorenes Wochenende, ein verschwendetes Wochenende, ein vergeudetes Wochenende. Nein, es wäre ein sehr schönes Wochenende. Denn wenn diese Frau den Mund aufmacht, dann kommt meistens nur Scheiße raus. Es ist allgemein bekannt, ne? Und das weiß man ja auch seit Jahren. Also unvergesslich ja auch ihre berühmte Aussage zu den Schwarzen, die gerne schnackseln, ne? Oder ihre missratenen Versuche zu singen. Muss ich denn wirklich Geschichte verstehen? Was ist denn schon dran an seinem immer ran. Vom Mittelalter bis in die heutige Zeit. Das schauen wir uns an. Komm, mach dich bereit. So, und diese Frau ist nun wöchentlich bei unserem neuen Lieblingskanal Achtung Reichelt zu Gast, ja, um aktuelle Themen zu besprechen und dazu ihren Senf quasi abzugeben. Man sollte es vielleicht lieber Achtung Gloria nennen, das wäre passender, ne? Das zum Beispiel hier ist eine ihrer hochintelligenten Thesen. Also gerade unsere arabischen Freunde, die die Deutschen ja sehr bewundern, die lieben uns, aber sie hassen Ungläubige. Und damit haben wir natürlich den Atheismus sowas von stark gefrönt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke da an die Taliban in Afghanistan. Da hat sich die ganze Welt aufgeregt, dass die diese wunderbaren großen buddhistischen Skulpturen, die in den Berg gehauen waren, die haben die zerstört. Was bitte ist der Unterschied zwischen den Taliban und den Grünen? Ich meine, natürlich, das, Entschuldigung, aber das 400 Jahre alte Kreuz abzuhängen, ist genauso schlimm, wie die buddhistischen Statuen zu zerstören. Ach, das ist genauso schlimm. Ach so, also das einfache Abhängen eines Kreuzes, ohne es zu beschädigen, ist genauso schlimm wie die unwiederbringliche Zerstörung von Denkmälern. Das ist doch interessant, ja, genau. Ich meine, ich will diese Aktion von Baerbock, das Kreuz da abzuhängen, jetzt gar nicht verteidigen. Aber kann man auch vielleicht das eine Nummer kleiner machen? Aber so ist sie eben, die Gloria. Aus Kleinigkeiten einen Riesenskandal hochpushen. Und deswegen passt sie ja auch so gut zu Julian Reichelt, weil der macht es ja letztendlich genauso, ne? Ja, und die Gloria schreckt ja nicht einmal vor wüsten Verschwörungstheorien zurück. Also zuerst einmal brauchen wir ja nur wirklich gestern zu gucken, die ganzen Geschichte mit Corona. Das war die eine einzige Diktatur. Jetzt weigern sie sich auch noch, aufzuarbeiten, die ganzen Fehler und die Ungerechtigkeit. Mal sehen, ob die Politik überhaupt den Mumm hat, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Die ganzen Leute und die Omas, die vor Trauer gestorben sind, weil sie niemand besucht hat. Da haben wir doch hautnah gestern erst gesehen, wir müssen doch aus der Vergangenheit lernen. Die Corona war ja nur die Anfangsmelodie, die Eröffnungsmelodie, das Präludium. Um was geht? Es geht um Macht. Der Staat will mehr Macht. Und je schneller er diese Macht installieren kann, desto schneller werden wir unterdrückt. Hat sie überhaupt eines ihrer schlauen Bücher gelesen, die da hinter ihr stehen? Ja. Kann sie überhaupt lesen? Also, die Frau ist wirklich unglaublich. Ja, so wird man eben, wenn man alt wird, die Kinder sind aus dem Haus und dann sitzt man da eben in so einem riesigen Schloss ganz alleine und hat niemanden. Ja. Und dann kriegt man natürlich auch kein Corona, ist ja klar. Und deswegen denkt sie wiederum, das sei alles nur in der Erfindung der Mächtigen, ne? Naja, ihr Adelsgeschlecht hat früher ja selber zu den Mächtigen gehört, aber die Zeiten sind eben lange vorbei. Und deswegen sieht sie sich nun auf der Seite der Revolutionäre. Warum wehrt sich keiner? Weil wir zu viel Schokolade gegessen haben, zu viel Wein getrunken haben, zu lange geschlafen. Es geht uns zu gut. Wir sind eine degenerierte Gesellschaft, aber wir müssen jetzt endlich aufwachen und müssen eben auch durch Kanäle wie ihren und die anderen müssen wir einfach die Menschen aufwecken und sagen, halt Leute, die Grünen sind in der Wolle gefärbte, knallharte Marxisten, Atheisten und auch diese Naturreligion. Ich meine, das...
das war ja bei der braunen Vergangenheit, die haben ja auch so eine Naturreligion gehabt. Also die wollten ja auch das Christentum weghaben. Also das ist alles, was wir nicht wollen. Wir wollen natürlich das Licht ausschalten und wir müssen Energie sparen, ganz klarer Fall. Das macht jeder vernünftige Mensch. Aber deswegen braucht man noch lange nicht dem Atheismus frönen. Und ein Mittelalter aus dem Friedenssaal in Münster, da wurde der 30-jährige Krieg verhandelt, der dann in Osnabrück geschlossen wird. Ein ganz, wo war das Denkmalamt? Also bin ich der Chef von der Denkmal, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, dann suchen Sie sich einen anderen Raum. Gehen Sie zu den Buddhisten. Mit der degenerierten Gesellschaft hat sie durchaus recht. Sie muss es ja wissen, ne? Ich meine, dass sie gegen ein Tempolimit ist, das können wir uns ja alle denken, aber ihre Begründung, die finde ich besonders spannend. Ja gut, wenn die deutsche Autoindustrie ist ja schon praktisch zerstört, jetzt dürfen wir demnächst auch keine Autos mehr nach China verkaufen, dann brauchen wir überhaupt keine Autos, dann gehen wir alle zu Fuß und fahren Fahrrad. Die Autos, die deutschen Autos sind doch auch gebaut worden, weil es Spaß macht, mal ein bisschen schnell zu fahren. Wir dürfen ja sowieso nirgends mehr schnell fahren, es ist ja überhaupt überall Tempolimit. Aber die kurzen Strecken, wo man noch sein Auto ein bisschen ausfahren kann, weil es eben schön ist, habt ihr schon mal was vom Rausch der Geschwindigkeit gehört? Wir können ja nicht nur Kokain nehmen. Es muss doch was da sein für Leute, die kein Kokain nehmen wollen, sondern die sich nur an der Geschwindigkeit berauschen wollen. Und wenn man dann ein Kind totfährt oder sich selber, dann ist das eben so. Hauptsache, man ist dabei berauscht. Tja, bayerisches Bier knallt nicht mehr so rein wie früher auf dem Bahn. Ne? Jetzt muss eben das Autofahren her, um sich zu berauschen. Ja. Sag mal, die Frau ist irgendwie das Abziehbild des verkommenen Adels, oder? Also ich glaube, selbst dem verhafteten Prinz Heinrich dem 13. ist sie zu peinlich. Ja. So, dann ist es auch genug mit absurden Aussagen von Fürstin Gloria. Na gut, eine geht noch. Die Moderatorin hatte mich gefragt von einem Fernsehsender, ja, aber die Leute dürfen dort nicht lieben, wen sie lieben wollen. Totaler Quatsch. Im Nahen Osten gibt es genauso viele Schwule wie bei uns. Nur, das sind halt anständige Leute und die aus religiösen Gründen ihr Schlafzimmer und ihre Sexualität etwas diskret behandeln. So wie anständige Leute bei uns auch. Ja, es kommt dann eben vor, dass diese Leute halt ausgepeitscht oder gar umgebracht werden, aber sie fallen wenigstens nicht auf, ne? Das ist doch die Hauptsache. Ja, unsere Gloria Realsatire hat eine neue Galionsfigur. Ich denke mal, da werden wir öfter noch einiges an Stoff bekommen von ihr. Also auf der Ebene hat es wiederum einen großen Unterhaltungswert, auch wenn es irgendwie traurig ist. Ne? Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack TV und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.